Immer noch. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Sonic und Knuckles. Knuckles! Da ich dieses Spiel jetzt schon mit... Schauen wir uns das an. Alles ist friedlich im Knuckleswald, als er tödlich durch eine Bombe verletzt wird. Oh mein Gott, was ist das? Es ist eine Maschine, die aussieht wie ein bekannter Wissenschaftler. Da ich die Story jetzt mit Sonic komplett durch habe, auch wenn diejenigen, die das Let's Play aktiv verfolgen, also wenn ich es hochlade, Sonic und Knuckles als Sonic noch nicht ganz sehen. Was will ich überhaupt sagen? Ich spiele Knuckles. Knuckles kann nicht so hoch springen wie Sonic. Er kann nicht so schnell laufen wie Sonic, dafür kann er gleiten. Später kann er auch noch punchen, das kann er jetzt nicht. Und vor allem, und das ist das Geilste an ihm, er kann die Wände hochklettern. Das heißt, er geht ganz andere Wege als Sonic. Und deswegen finde ich das eigentlich auch ganz interessant, so die Unterschiede mal zu zeigen. Was ich ein bisschen doof finde von... Ah ja, und er zerschmettert Wände, indem er gegen sie gegenläuft. Was ich ein bisschen doof gemacht von Sega, also dem Sonic-Team, finde, ist, dass Knuckles 3 Level weniger hat als Sonic. Da habe ich auch gedacht, okay. Ja, das Spiel ist dann eben einfach vorbei, und... Allerdings, wenn das Spiel wirklich so schlecht gemacht wird, dass man sagen müsste, okay, die Level unterscheiden sich kein bisschen... Dann würde ich das auch nicht nochmal spielen, also das würde ich einfach nicht ertragen, weil ich ja Sonic und Knuckles mit Sonic schon dreimal spielen musste. Dreimal? Zweimal. Einmal? Zweimal. Zweimal. Ja, ich muss es zweimal spielen. Einmal. Irks! Bisschen geil, hier fehlt jetzt sein seine Route. Ein bisschen eine geknickte Route, sieht man hier noch gar nicht so. Aber das sind so Details, auf die den Sonic-Kenner achtet. Der von Sonic ist ausgestreckt und der von Knuckles ist geknickt. Knuckles ist ein Ameisenigel, auch Echidna im Spiel genannt. Ich weiß nicht, ob das wirklich der gängige englische Begriff dafür ist. Aber er gehört zu einem kriegerischen Volk, möchte ich mal so formulieren. Dazu werde ich euch allerdings in Sonic Adventure 1, also Sonic Adventure DX, noch mehr erzählen. Das werde ich mir jetzt ersparen. Was wir jetzt schon von ihm wissen, ist, er ist verdammt jähzornig. Leichtgläubig. Eggman brauchte nichts anderes tun, als zu sagen, hey, Sonic ist der Böse, Bazooka wegsteck. Echt mal. Und er glaubt es ihm schlicht und ergreifend. Hängt aber auch damit zusammen, dass Knuckles auf seiner Insel, Angel Island, eben auch ganz alleine wohnt. Er hat null Kontakt zu der Außenwelt gehabt und das... Wir haben damals immer gespitzelt, dass wir geglaubt haben, Knuckles kennt den Begriff Lüge gar nicht. Dass er den erst von Sonic quasi beigebracht bekommen hat. Was? So schlecht ist die Welt außerhalb. Aber... Aber das sind nur Theorien. In den Comics ist es so, dass... Ah, verdammt. LTF, Augen auf, nicht groß nachdenken. Ja, ich wollte was zu seiner Vergangenheit erzählen, aber... nee, das bietet sich hier einfach nicht an. Das machen wir wirklich in Sonic Adventure. Hier wissen wir eigentlich nichts von ihm, außer dass er alleine wohnt, jähzornig ist und... verdammt stark. Problem an dem Boss ist, oder überhaupt jetzt an allen Bossen, mit Knuckles sind die eine ganze... Au! Ecke schwerer. Wenn hingegen da über Sonic einfach nur hochfliegen quasi diese Teile... Hüpfen die bei ihm, diese hölzernen Blöcke. Geil, er sich duckt. Nein, ich habe nur einen bekommen. Woohoo! Ja, und Knuckles, man könnte fast sagen, wenn man es ganz genau betrachtet, hat Knuckles sogar eine Story. Am Anfang ist ja diese Bombe, die er plötzlich bumm macht, während Sonic am Anfang gar nichts hat. Und bam. Hier ist der Schalter, mit dem er uns nach oben gepustet hat. Wir gehen jetzt also einen ganz anderen Weg. Oder zumindest einen anderen Anfang. Ich weiß jetzt gar nicht, wie identisch die Level wirklich sind. Nein. Hätten wir uns nicht geduckt, hätte uns in die Stacheln gepustet. Ist hier was versteckt? Nö. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Irgendwas gab es noch, was er nicht konnte, was Sonic konnte. Aber ich weiß jetzt nicht genau, was das war. Klar, er kann sich nicht in Super Knuckles verwandeln. Und zwar ist es so, dass aus unerfindlichen Gründen eben bisher... Bis auf eine einzige Ausnahme nur Igel in die Superform wechseln können. Die einzige Ausnahme stellt das Mädel... Wow, Blaster! Die wir allerdings erst in Sonic Rush kennenlernen werden. Jede Superform hat übrigens seinen eigenen Namen. Wenn sie bei Sonic Super Sonic heißt, heißt sie bei Shadow Ultra Shadow. Bei Knuckles ist es Hyper Knuckles, Tails heißt Turbo Tails und Blaze, eben das Mädel, heißt Burning Blaze. Das sind so feine Details, die eben nur Sonic-Nerds bekannt sind. Es gibt zwar eine Möglichkeit, mit Knuckles und auch mit Tails in Sonic 2 eine gewisse Superform zu erreichen. Die ist aber
das ist dieses altbekannte, die Spielmacher haben bestätigt, dass das halt nicht offiziell ist. Offiziell haben das bisher nur Sonic und Knuckles und Blaze eben. Ja, Sonic, Shadow, Mensch und Blaze eben geschafft. Komm, lass mich los! Ich muss doch Sonic aufhalten! Er hat bestimmt diese Killer-Roboter gebaut, während der arme Professor Eggman da hinten sein Weltrettungsschiff baut. Meine Güte, dieser bösartige Sonic. Wuhu! Tschüssi! Deswegen werde ich mich mit Knuckles selbstverständlich auch nicht auf die Suche nach den Emeralds machen, weil selbst wenn ich alle hätte, das Ende unterscheidet sich davon kein bisschen. Da merken wir, dass er nicht mal annähernd so schnell wie Sonic. Er sieht zwar, wow, die Ringe, aber kommt nicht ran. Whoopie! Eins. So, ich habe früher mal gedacht, dass Knuckles pink wäre. Ich finde, er sieht eher pink aus als rot. Seine wirklich knallrote Farbe bekommt er erst in den späteren Teilen. Ich kann auch schwören, dass man ihn eigentlich als pink gedacht hat. Aber ein pinker Faustkämpfer fanden sie dann vielleicht doch zu witzlos. Aber guckt euch mal das Rot der Sprungfeder an. Und einmal das Rot von dem Echidna hier. Wuhu! Ah, Käsefuß. Nein! Aufwärts! Wuhu! Ja, es wird oft so gehandhabt, dass Knuckles die Fallen auf der Insel wirklich selbst gebaut, also die Stacheln und so. Das hat er alles hier selbst hingeplant, um halt Neugierige bzw. Diebe seines Master mit zu vertreiben. Aber wie genau das Spiel damit auffällt, kann ich nicht genau sagen, weil es gibt nur noch einen einzigen Auftritt nach diesem Spiel von Angel Island und das ist in Sonic Adventure DX und da hat Angel Island leider ein sehr, sehr geringes Format, sag ich mal so. Wie wir hier sehen, haben hier die Stacheln auch wieder eine andere Höhe. Wir haben hier ganz oben, aber auch oben und unten. Das heißt, wir dürfen nicht einfach blind hochspringen. Das ist bei Sonic anders. Bam. So, ein Treffer noch. Ein Treffer noch. Ich hab's geraten. Oh. Am besten fällt er jetzt auf Knuckles drauf. K. T. E. Knuckles the Echidna. Mit Knuckles bin ich eigentlich ein Tick besser als mit Sonic, weil da Sonic mehr und vor allem schwierigere Level hat, spiele ich eigentlich lieber Knuckles. Einfach mal so ein bisschen durch die Gegend klettern, ein bisschen fliegen und so. Aber es ist ebenso lange her, dass ich ihn gespielt habe wie Sonic. Sonic! Ja, die Animation hat sich nicht viel geändert. Aber irgendwie das Gefühl, dass die Level kürzer sind in Knuckles. Kann das sein? Kann aber auch damit zusammenhängen, dass ich da einfach nur durchrushe und nicht irgendwo groß suchen muss. Hier sind wir mit Sonic auch nicht hochgekommen. Oi. Das hat's ja voll gebringtet. Moin, Leute. Tschüss, Leute. Feuer. Einer kommen. Ich will nochmal jetzt kommt ein Feuerschild. Ich habe schon gedacht, jetzt kommt, dass ich greife das Ding an. Also will dagegen laufen. Und genau in dem Moment hört die Unverwundbarkeit auf. Knuckles kann sich nicht mit einem Feuerball hier gegen schießen. Glaube ich zumindest. Ich will es hier gerade mal nicht ausprobieren. Ihr versteht sicher die bodenlose Begründung dahinter. Aber er kann es nicht. Ich meine, er kann auch das Wasserschild nicht richtig benutzen. Also dieses Barbarians auf dem Boden macht er auch nicht. Eben weil er immer das Gleiten als primäre Fähigkeit hat. Aber wenn man jetzt bedenkt, dass man bisher immer nur, wow, Sonic oder Tails spielen kann, finde ich die Alternative hier mit Knuckles wirklich sehr gut. Dass sie dieses Rivalentum sehr schnell wieder abgelegt haben, das wundert mich eigentlich, weil sie sind hier Rivalen. Dann hat Sonic und Knuckles sein eigenes Spiel bekommen, Sonic, Knuckles und the Chaotix, was eigentlich als Sonic-Spiel geplant war, aber das ist jetzt uninteressant. Die Details sind unwesentlich. Aber dieses Rivalentum, na gut, in Adventure kommt es halt noch ein bisschen hervor, ja, Knuckles und bla bla und gegenseitig anblöken und so, die werden also erst wirklich später Freunde. Wow. Wenn gleich Knuckles in Sonic X, also dem amerikanischen Zeichentrickfilm, sagt, nein, wir sind keine Freunde. Lächel. Oh. Im Übrigen hasse ich Sonic X. Also, wer jetzt meint, ich bin ein Sonic-Fan und mag jetzt alles, was wo sein Name draufsteht, nein. Ich hasse die amerikanische Sendung Sonic X. Ich finde sie furchtbar. Wenn ich pädophile Igel sehen will, die mit kleinen Kindern rummachen, also dann gucke ich irgendwas auf YouPorn an. Woohoo! Oh, das hat noch nie so gut geklappt. Ah, mehr Schwung. Oh. Wir wollen ins Auge gehen können. Ach hier, das ist Knuckles Weg. Jetzt check ich das. Bin ich immer gewundert. Woo. Oh mein Gott, es macht Bella Bam.
Oh mein Gott, es macht Bada Boom. Und tschüss. Schnell weg, bevor das hier wirklich Bada Boom macht. Wow! Ich war zu voreilig. Ich wurde getroffen. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Ich muss aus dem Spiel rausfliegen. Nein, ich komme nicht raus. Wo geht's lang? Muss ich da lang? Oder muss ich hier lang? Nee, hier ist eine Wand. Keine Ahnung. Oh, da ist ein Weg. Whoopie! Das nenne ich Goldberg! Woohoo! So, und hier ist es jetzt ganz wichtig, dass ihr Folgendes beachtet. Und zwar, er wirft nach links, geht nach links. Geht ihr auf die andere Seite, greift euch an. Ich zeige euch das mal. Verdammt! Blöder Reflex. Na. Nö, irgendwie macht das nicht. Ich weiß, dass er das kann, aber ich weiß nicht genau, wie man es bewirkt. Na komm, du mieser Roboter. Na komm, zeig, dass du kannst. You run... Oh, jetzt hat er mich doch noch getroffen. Meine ganzen tollen Ringe. Nein. Nein. Man hat immer seinen bösen Blick. Ding, ding, ding. Ah, doch soweit. Und auf hier runter, rechts, links, Drehwurm und kübeln. Wow. Nein, das habe ich mit Sonic schon gehabt. Habt ihr das gesehen? Ja, habt ihr natürlich. Nein, habt ihr nicht. Ihr guckt ja nicht hin. Ihr hört es euch ja nur an. Weil meine Stimme so schön ist. Wow. Dankeschön. Wofür sind eigentlich die Stacheln links und rechts? Dann welcher Vollpfosten rennt denn da rein? Ich. Ah, so, du Vollpfosten. Gehen wir mal da lang, weil da waren wir zum Glück gar nicht lang gegangen. Okay, hier geht's nicht zum Hochklettern. Oh mein Gott, das ist doch nicht euer Ernst hier. Wow. Ich weiß, wieso ich da nicht lang gehe, ehrlich. Ich weiß es ganz genau. Och nö. Ich habe eigentlich noch keinen... Haha, Saves gestated. Jetzt haben wir einen Save gestated. Wollen wir mal gucken, dass wir hier ein bisschen Trouble machen. Ah, oh, nee. Wollte sagen, diesmal nicht. Ja, geht's da auch durch? Wusste ich gar nicht. Ah, oh, ein Schild. Whoopie Goba! Berg. Ich weiß, ich mache viele von diesen Lauten, aber... er hat seine eigene Wackelanimation. Das finde ich cool, dass sie so... Sie haben an so viel Scheiß gedacht. Sie haben so viele Dinge nicht gemacht, aber sie haben ihm eine eigene Wackelanimation gegeben. Also wenn er jetzt eben runterkippt, dann wirbelt Sonic ja wild mit den Armen, und dann wackelt es nur so... bleibt einfach nur starr stehen. Na gut, im Prinzip haben sie ja keine Animation gegeben, aber man könnte jetzt auch Haarspottereien machen. Und da ich kein Freund von Haarspottereien bin... Oh, ich Kimiko. Ach, verdammt. Ignorieren wir das einfach. Woobie! Einmal wieder noch aufwärts. Einmal wieder noch aufwärts. Ah, Super Knuckles. Super Knuckles. Komm zu dich geflucht. Moment. Auch ganz normal hochklettern. Nerv nicht. Whoopie! Boah! Das habe ich nicht kommen sehen. Boah, wie geil ich ausgewichen bin. Ich bin ja wieder mal im Berst. Whoopie! Oh, 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 oh. Wir müssen aber so eine Animation einbringen wie bei... Oh, da. Bei Pac-Man. Sobald man irgendwo unverwundbar geht, werden die alle blau so. Ach, ich hab Pac-Man gemacht. Ich muss mal Pac-Man let's playen. Let's play Pac-Man! Na, nicht so wirklich. Oder? Na, nicht so wirklich. Der Grund, warum ich mit halt mal raus bin, der ist einfach der, wenn man... Ich hasse es, eine Sekunde zu lange zu zögern und dann doch noch zerknödelt zu werden. Das fand ich immer nicht so witzig. Wow! Aufwärts! Ich sagte aufwärts! Geht auch. Man muss nur mal seine Fäuste sprechen lassen. Ah, Ding mit Gewalt lösen. So mag ich das. Whoopie!
Nett.